Nochmal zur kurzen Chronologie. Ausgangspunkt ist ja auch eine Brief. Ich weiß nicht, ob Sie den bekommen haben, gelesen haben oder nicht. Das ist nochmal eine Ausführung. Der ist direkt entstanden, halt nach diesem besagten Interview von Jürgen Irmer im Metzler-Kurier. Daraufhin haben wir uns spontan zusammengesetzt, eingeladen, eine bunte Gruppe von Bürger und Bürgerinnen vom Land Ilkreis in Metzler, den Brief formuliert und dann zur Unterschrift. Innerhalb von 3 Wochen waren 100.000 Unterschriften da. 500 davon von muslimischen und türkischstämmigen Mitbürgerinnen. Das ist auch die Motivation auch von diesem offenen Brief, einmal sie zu schützen vor solchen Diskriminierungen, auch sprachbar zu sein. Die haben auch mitformuliert, einzelne Leute haben Statements abgegeben, so ist der Brief entstanden. Was wir uns erhofft haben und auch aufrufen dazu, dass viele Bürgerinnen sich davon distanzieren, das haben sie durch ihre Unterschrift gemacht. Was wir vermissen, dass Politiker, Politikerinnen offiziell öffentlich sagen, diese Aussage von Herrn Irmer, da stimmen wir nicht zu. Im Gegenteil, wir sind für ein weltoffenes, tolerantes, buntes Wetzlar und Landkreis. Und das vermissen wir jetzt, ist ja schon einige Zeit vergangen und hoffen, dass heute im Kreistag vielleicht eine gemeinsame Resolution verabschiedet wird. Dass man ganz klar sagt, das, was Herr Irmer sagt, ist nicht unsere, sind nicht unsere Worte. In Wiesbaden haben die Politiker auch die eigene Partei ihn zu einer Entschuldigung bewogen. Vielleicht klappt es hier auch. Und Sie wissen, dass er in der letzten Ausgabe eigentlich seine Entschuldigung wieder zurückgenommen hat. Von daher ist dieser Tag heute vielleicht auch wichtig, dass er nochmal klar vom Kreistag einen Auftrag bekommt, sowas zu lassen. Gut, jetzt die Unterschriften. Wollt ihr noch was dazu sagen? Ja, gut. Ja. Mir ist es ganz wichtig, dass mal wirklich Gesicht gezeigt wird, dass auch Abgeordnete Positionen beziehen. Von den Bürgern wird das auch immer erwartet und wir machen das hier mit. Und ich finde das ganz ungeheuer wichtig für unser Zusammenleben. Ich finde es auch bedauerlich, dass einfach diese Stadt mit einem liberalen Bürgermeister 25% Migrantenanteil, dass überhaupt keine Partei nichts gemeinsam schafft, diesen Rufmord, den der Herr Irmer ausspricht, ja. Man sollte sich überlegen, ob man nicht den Herrn Irmer auch dafür haftbar macht, wenn was passieren würde. Das muss man sich schon überlegen. Das ist einfach gefährlich, solche Aussagen zu machen. Ne, wichtig ist mir noch unsere Enttäuschung. Wir sind froh, dass Sie das machen, aber auch die Enttäuschung, dass der Vorsitzende sich verweigert. Das ist auch für uns in der Demokratie enttäuschend. Weil wir sehen Sie jetzt nicht als Person, können auch verstehen, dass Sie Herrn Irmer näher steht als wir. Aber sie könnte auch in ihrer demokratischen Funktion diese Unterschriften übergeben, wenn Sie das ihr vielleicht nochmal mitteilen. Also dazu kann ich jetzt. Ja, nur, dass Sie das ihr nochmal weitergeben. So, das sind einmal Internetunterschriften und danach kommen über 1000 Unterschriften. Über 1000? Ja.